Thorsten. Guten Morgen, Uwe. So, guten Morgen nochmal. Wie immer, so gegen 9:30 starten wir. Bestes Wetter heute. Heute geht's durch Bremen. Kommen wir nach Baden. Der Zusammenfluss. Weser wieder. Zeit bei Achim. Erstes Päuschen an der Wesermarsch. Sag ich mal so, dass das hier ist. Na, der Wind wird heute unser ständiger Begleiter sein. Leichter Gegenwind, aber alles noch im Rahmen. Deich. Hier gibt es eine Umleitung, Europaallee. Schauen wir mal, wo uns die lang führt. Und wie der Wind zieht, seht ihr an den Windrädern. Aber hier hinterm Deich ging es jetzt. Ja, da sind wir kürze in Bremen, in der Stadt. Ein schöner Rüttelweg. Richtiger Schwemmt hier. Oh, die Ausläufer von Bremen, Industriegelände hier. Oh, hier ist schon so ein Hafenbecken. Hatte Wegführung. Bisschen Industrie.
Willkommen in Bremen, gleich am Weserstadion. So, das war jetzt hier in Bremen am Weserstadion. Drüben der Bremer Ruderclub Hansa. Und die Weser hat gerade Ebbe. Die Gezeitenauswirkungen. Dahinter in die Richtung war das Weserstadion. Und wir haben bald die City erreicht. So, das ist jetzt die Altstadt hier. Kneipenviertel. Hier sind wir jetzt, wie gesagt, in der Altstadt. Schöne alte Häuser. Bonbon-Manufaktur. Affe hier dran. Jetzt die kleine Gasse hier ins Schnorr. Da sieht man den Roland am Markt. Hier das Rathaus. Und hinter uns der Dom. Immer sozusagen mitten in Bremen. Check. Mittig schon geht's nicht. Becken. Nochmal in voller Größe. Rathaus. Und der Roland. Bremer Stadtmusikanten. Fahrradstraße hier, herrlich. So, waren wir mitten in Bremen und gar nicht mal so voll gewesen unter der Woche. Jetzt geht's zur Wümme. Schöner Fahrrad-Highway hier aus Bremen raus.
komme an die Wümme. So, dann sind wir jetzt an der Wümme. Hier machen wir jetzt Mittag. Wetter ist noch super, Sonne zeigt sie ab und zu. Oh, hier im Landhaus Kusi haben wir jetzt schön gespeist. Carsten hatte Bremer Knipp und ich ein Matjes. War sehr lecker. Wäre zu empfehlen, das Lokal. Weiter jetzt Richtung Fegesack. Die ersten Reetdächer. Ja, wir sind jetzt von der Weser ein Stück abgewichen, fahren wir an der Wümme entlang. Auch sehr schöner Radweg. Da ist die Wümme. Sehr schöner Radweg hier, kann man nicht meckern. Ein Katamaran. Booster hier. Den Fegesack. Willkommen im Fegesack. Der Hafen. Das ist eine der ersten großen Fähren. Oh, die nehmen wir noch nicht. Komm, lass mal die Autos hier. Ah.
das Gefühl haben. So geht das hier ab. An der Weser. Aufschwung. Oh. So steige ich auf. Der Bunker Valentin voraus. Hier sollten U-Boote gebaut werden. Wir sind jetzt am Bunker Valentin hinter Bremen. Hier sollten, wie gesagt, U-Boote gebaut werden im Zweiten Weltkrieg zu der Zeit. Ein Riesenteil. Hier sieht man mal dieses Areal im Überblick. So, dann können wir mal die Ausmaße erahnen. Da jetzt noch ewig lang. Und hier vor, wie gesagt, den ganzen Weg bis ganz da vorne geht das. Riesending. Von hinten. So, hier ist er nochmal von der anderen Seite. Kann man ungefähr ein bisschen die Länge ahnen, wobei der geht noch viel weiter vor, denn ist dann so ein Tor zur Weser und so sehen die Dinger von innen aus. Hier spukt's. Da kommt unsere Fähre. Und drüben auf der anderen Seite, wo der Leuchtturm da ist, wahrscheinlich irgendwo ist der Zeltplatz. Julius Ruh, wa? Irgendwie so heißt der. Ach ja. So, jetzt sind wir auf der Fähre hier.
rüber. Und dann haben wir geschafft für heute. Cool. Die bei Glückstadt wird noch länger gefahrt. Ja, auch ohne Flussüberfahrt, mehr auch nicht. Ist ohne Flussüberfahrt. Wollen wir mal hier keine Geschichtsbälchen betreiben? Wenn er sagt, dann ist es wohl so. So, die letzten Meter. Julius Plate heißt der Platz. Campingplatz Julius Plate bei Berge, Barge, irgendwie so. Jedenfalls auf der anderen Weserseite haben wir erreicht. Hier vor der Hecke werden wir uns gemütlich machen. Eine Sitzgruppe haben wir. Alles bestens. Kurz vor 7 jetzt. Ja, und die Sonne zeigt sich ja nochmal. War wieder ein schöner Tag. Viel gesehen.